ist bei dir die Trennung schon länger her und irgendwas hat dich deinen oder deine Ex nicht vergessen lassen? Möchtest du deinen Ex nach Jahren zurückgewinnen? Ich bin Dr. Stefan Kraft, Gründer und Experte von Szenario 2 und in diesem Video erfährst du ganz genau, wie du vorgehen musst, um deinen oder deine Ex nach langer Zeit zurückerobern. Und lass mir auch gerne ein Abo da, wenn du die neuesten Strategien und Techniken zum Ex-Zurückgewinnen immer in deinem Abo-Feed haben möchtest. Ich nehme an, dass es eine innige Verbindung zwischen dir und deinem Ex gegeben hat. Wahrscheinlich waren da ziemlich intensive und aufrichtige Gefühle dabei. Und all das ist dafür verantwortlich, dass du deinen oder deine Ex nach Jahren nicht vergessen kannst und zurück möchtest. Bevor wir uns da so richtig in die Strategie hineinstürzen, möchte ich dir noch eine ganz, ganz wichtige Sache sagen. Den oder die Ex nach Jahren zurückgewinnen ist grundsätzlich möglich, aber ich kann dir da natürlich nicht garantieren, dass das auch funktionieren wird. Aber ich nehme an, deswegen bist du ja auch hier gelandet, weil du jemanden suchst, der dir nicht sagt, was du hören willst, sondern von dem du erfährst, wie es wirklich geht. Und das ist auch der Grund, warum uns schon so viele Menschen auf YouTube folgen und unseren Blog lesen. Eben, weil du bei uns Strategien bekommst, um deinen Erfolg zu maximieren und keine leeren Versprechungen kriegst. Aber wieder zurück, wenn du deinen oder deine Ex nach langer Zeit zurückgewinnen möchtest, dann brauchst du ein paar spezielle Methoden, damit das funktionieren kann. Wir empfehlen da unseren Zusehern und Zuseherinnen immer, dass man nichts überstürzen sollte. Und das gilt beim Ex-Zurückgewinnen eigentlich immer. Aber gerade wenn die Trennung schon sehr viel Zeit, also zum Beispiel auch Jahre vergangen sind, dann gilt es umso mehr. Einfach deswegen, weil dein Ex sie schon auch fragen wird, warum du die ausgerechnet jetzt meldest, warum du ausgerechnet jetzt Kontakt aufnimmst. Und damit sind wir schon mittendrin in den Unterschieden zu einer, wenn du willst, gewöhnlichen Ex-Zurück-Strategie. Das sind im Wesentlichen die folgenden Punkte. Einerseits, den Umständen kommt eine viel, viel stärkere Bedeutung zu, denn in einem oder mehreren Jahren kann sehr viel passieren. Zum anderen gibt es einen gravierenden Unterschied bezüglich der Kontaktsperre. Und die Kontaktaufnahme funktioniert ein bisschen anders als bei gewöhnlichen Ex-Zurück-Strategien. Aber, und das ist ein Vorteil, du kannst in der Regel schneller zum Treffen überleiten. Wie ist also jetzt deine generelle Vorgangsweise, um deinen oder deine Ex nach Jahren zurückzugewinnen? Das schauen wir uns genau jetzt an. Wir bei Szenario 2 empfehlen da immer folgende Vorgehensweise. Erster Punkt ist immer Kontaktsperre, aber mit Fragezeichen. Was das genau heißt, das erkläre ich dir gleich. Dann kommt die Kontaktaufnahme. Die funktioniert aber, wie du gerade gehört hast, ein bisschen anders als bei der gewöhnlichen Ex-Zurück-Strategie. Du erfährst in diesem Video dann auch noch eine Strategie, wie du nach langer Zeit, zum Beispiel nach einem Jahr, wieder Kontakt aufnehmen kannst. Und dann kommt was, was ich hier den Check-up nennen möchte. Nach dem ersten Kontakt musst du mal abchecken, wo dein Ex gerade steht. Ist er oder sie in einer Beziehung? Gibt es da überhaupt Motivation, wieder mit dir mehr Kontakt zu haben? Weil, wie ich schon gesagt habe, in einem Jahr kann sie viel tun. Es geht also darum, abzuklären, ob es Sinn macht, weiter Zeit ins Zurückgewinnen zu investieren. Und der nächste Schritt ist dann wie bei der gewöhnlichen Strategie, das Intensivieren des Kontakts. Und ganz zum Schluss kommt natürlich das Treffen. Hier besteht auch wieder ein großer Unterschied, denn nach langer Zeit kannst du in der Regel schneller zum Treffen überleiten. Einfach weil viel Zeit vergangen ist und das nicht gleich noch "Ich will nicht" zurückschreit. Du kannst es übrigens auch alles im Guide auf unserem Blog nachlesen. Klick dazu einfach hier oben auf das i und klick dich rüber zu unserem Blog. Dort findest du auch nochmal eine ausführliche Infografik mit allen Schritten und ich gehe da auch nochmal ganz ausführlich darauf ein, ob es überhaupt möglich ist, den oder die Ex nach Jahren zurückzugewinnen. So, aber jetzt wieder weiter im Stoff. Ein ganz zentraler Punkt ist, dass du nicht zum sogenannten Creepy Ex werden sollst. Creepy kommt ja aus dem Englischen und heißt sowas wie gruselig oder unheimlich. Was meine ich jetzt damit? Es ist so, ihr wart lange getrennt und seitdem ist viel Zeit vergangen. Und ihr habt eine Zeit lang oder lange Zeit keinen Kontakt gehabt und ihr habt euch vielleicht auch ein bisschen aus den Augen verloren. Jeder hat neue Erfahrungen gemacht. Und vielleicht ist dein oder deine Ex jetzt ja in einer festen Beziehung. Und dann kommt plötzlich eine Nachricht von dir. Denkt man sich dann schnell, was will der oder die denn von mir? Und dann sind wir auch schon wieder mittendrin in der Kontaktaufnahme. Bevor ich zur Kontaktaufnahme komme und nochmal auf die Creepy Ex-Falle eingehe, noch kurze Anmerkung zur Kontaktsperre. Weil auf diesem Kanal sprechen wir ja viel über Kontaktsperre einleiten oder Kontaktsperre durchhalten.
Aber wenn du deinen oder deine Ex nach Jahren zurück möchtest, dann nehme ich hier mal an, dass ihr beide schon sehr, sehr lange keinen Kontakt mehr zueinander gehabt habt. Deswegen ist eine Kontaktsperre in diesem Fall nicht nötig, weil du die Kontaktsperre ohnehin schon quasi durchgehalten hast. Deswegen kannst du gleich beim Kontaktaufbau einsteigen. Und das ist einer der Vorteile, wenn du deinen oder deine Ex nach Jahren zurückbekommen möchtest. Die einzige Ausnahme ist, wenn du mit deinem Ex in dieser Zeit ständig Kontakt gehabt hast. Dann sollte seit dem letzten Kontakt trotzdem mindestens 30 Tage vergangen sein. So, jetzt aber wieder zum nächsten Schritt, nämlich wie du die Kontaktaufnahme gestaltest. Den oder die Ex nach Jahren zurückzugewinnen, ist insofern ein delikates Unterfangen, weil du aktiv werden musst und den Kontakt aktiv initiieren musst. Ich meine, müssen tust du das natürlich nicht, aber ich nehme an, dass du nicht die nächsten 100 Jahre noch warten möchtest, in denen deine Ex vielleicht irgendwann einsieht, dass eine Beziehung mit dir doch schön wäre und sich dann von sich aus meldet. Also kommt eigentlich nur die erste Variante in Frage, du musst dich melden. Und gerade da lauert diese creepy Ex-Falle. Denn dein Ex hat lang nichts mehr von dir gehört, deswegen muss deine Kontaktaufnahme einerseits beiläufig sein und andererseits, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, super plausibel sein. Und das ist wirklich das ganz das Allerwichtigste. Du brauchst einen Grund, warum du dich ausgerechnet jetzt noch so langer Zeit meldest, weil sonst wirst du schnell zum Creepy Ex abgestempelt. Deswegen empfehlen wir, wenn du den Ex noch sehr, sehr langer Zeit, nach Jahren zum Beispiel, zurück möchtest, dass du auf Nachrichten vertraust, sei es jetzt SMS, WhatsApp oder auf Social Media. Also kein Brief, kein E-Mail und schon gar kein Anruf, weil das wäre viel zu viel für den Anfang. Also, Nachrichten sind da das Mittel der Wahl für dich. Und kommen wir jetzt zum zweiten Faktor, nämlich, dass deine Nachricht plausibel sein muss. Du musst also einen sinnvollen Grund liefern, warum du ausgerechnet jetzt Kontakt aufnimmst. Und das gelingt dir mit folgender Formel. Also der erste Teil ist die Begrüßung. Also irgendwas wie Hallo oder Hey oder Hi, so wie ihr euch früher auch in der Regel begrüßt habt. Dann muss irgendwas kommen, was ein lange nichts mehr von dir gehört adressiert. Dann mit nimmst du die Bedenken weg, denn du sprichst quasi direkt an, dass es keinen Kontakt gab. Und alles, was du direkt ansprichst, steht dann nimmer wie der sprichwörtliche Elefant unausgesprochen im Raum. Der nächste Baustein ist die sogenannte lustige Begebenheit. Also das ist irgendwas, was dir passiert ist und einen Bezug zur vergangenen Beziehung hat. Also zum Beispiel auf einen gemeinsamen lustigen Moment. Zum Beispiel geht es auch, wie wir oft sagen, in die Richtung Beziehungshighlight. Und dann als zusätzlichen Punkt braucht es da noch eine Einladung für den Chat. Und damit ist gemeint, dass du deinen oder deine Ex animieren solltest, mit dir ein paar Mal hin und her zu schreiben. Insbesondere auch, damit du mal abchecken kannst, wo du so stehst nach der langen Zeit. Das Prinzip ist so ähnlich wie bei der Testfrage. Und Beispiele zu dieser Formel, die findest du im entsprechenden Blogartikel. Link ist hier oben beim i oder auch unten in der Description. Da erklärt er auch nochmals, wie die Formel ganz genau funktioniert und du bekommst Beispiele, an denen du dich orientieren kannst, wie du so eine erste Nachricht formulieren könntest. Und nach dem ersten Kontakt kannst du wahrscheinlich viel, viel besser beurteilen, was sich so getan hat bei deinem Ex. Und da kommt dann auch das angesprochene Check-up ins Spiel, also festzustellen, ob sie ein Zurückgewinnen nach Jahren oder nach sehr, sehr langer Zeit überhaupt noch für dich auszahlt. Wenn der Ex zum Beispiel in einer fixen Beziehung ist, dann empfehle ich dir, dieses Kapitel wirklich abzuschließen und selbst weiterzugehen. Denn eine stabile Beziehung zu sabotieren und zu versuchen, diese zu zerstören, das lässt dich einerseits schnell zum Creepy Ex werden und andererseits zeigt es nicht von menschlicher Größe, dass du auf solche Mittel zurückgreifst. Und es ist obendrein auch noch schlecht für dein Karma. Und eine wichtige Sache vielleicht nur zum ersten Kontakt. Das betrifft die Wartezeit. Also geh nicht davon aus, dass du gleich eine Antwort bekommen wirst. Denn du bist nach Jahren eher so auf einer bekannten Ebene. Also es kann durchaus passieren, dass du 2 bis 3 Tage, vielleicht sogar eine Woche auf eine Antwort warten musst. Und schreib in dieser Zeit dann nicht ständig weitere Nachrichten, denn dann bist du relativ schnell als Creepy Ex abgestempelt. Ja, und wenn du den ersten Kontakt dann hinter dir hast und im Checkup beschlossen hast, dass du weitermachen möchtest, dass du deinen Ex nach Jahren zurückgewinnen möchtest, dann schau hier neben mir nur die Videos zum Thema Gefühle wecken oder zum Date mit dem Ex an. Da findest du weitere wertvolle Tipps, wie du das alles angehst. Dann tschüss, baba und bis gleich.